Du hast die Option, dich privat zu versichern, bist aber unsicher, ob der Schritt in die PKV für dich sinnvoll ist. Wir haben eine Checkliste für dich erstellt, die du unbedingt durchgehen solltest, bevor du diese Entscheidung triffst. Denn wenn du dich einmal für die PKV entschieden hast, kannst du womöglich nicht mehr zurückwechseln. Somit geht es bei dieser Entscheidung tatsächlich um dein gesamtes zukünftiges Leben. Klingt dramatisch, ist auch so. Also schau gerne rein. Einen Experte zu Rate zu ziehen, ist bei dieser wichtigen Entscheidung sicherlich nicht verkehrt. Allerdings sollte dieser bei dem Thema nicht zu stark von eigenen ökonomischen Interessen befangen sein. Er sollte eine Vielzahl von Gesellschaften anbieten können und idealerweise nicht auf Provisionsbasis arbeiten. Der Grund dafür ist simpel. Wusstest du, wie viel Provision ein Berater für die Vermittlung einer PKV erhält? Für den Abschluss einer PKV erhält der Berater, egal ob Online- oder Offline-Berater, eine Provision, die anhand deines Beitrages bestimmt wird. Die Formel lautet: Monatsbeitrag mal 4 bis 8, das ist gesellschaftsabhängig, ist gleich die Provision für den Berater. Beispiel: 450 Euro Beitrag mal 6 sind 2.700 Euro Provision. Für die Empfehlung, in der GKV zu bleiben, erhält der Berater genau nichts. In der Beratung zum Thema GKV versus PKV unterliegt der Provisionsberater somit einem besonders hohen Interessenskonflikt. Egal welchen Berater du jetzt wählst, es ist wichtig, dass du weißt, welche Konsequenzen deine Entscheidung für oder gegen den Wechsel in die PKV hat. Dafür solltest du auch verstanden haben, worin die grundlegenden Unterschiede zwischen den Systemen PKV und GKV liegen. Wir haben für dich die 13 wichtigsten Unterschiede zusammengefasst. Du kannst sie in dem Video hier oben anschauen oder in unserem Blogartikel nachlesen. Viele in deiner Situation denken sich: Aktuell zahle ich in der gesetzlichen Krankenversicherung einen so hohen Beitrag, dann wechsle ich doch lieber in die PKV und kann Geld sparen. Wenn du dich bei dem Gedanken ertappt fühlst, dann aufgepasst. Kostenersparnis sollte nicht der Grund für den Wechsel in die PKV sein. Warum? In jungen Jahren ist die PKV womöglich kostengünstiger als die GKV. Aber im Rentenalter ist es meist umgekehrt. Es ist schwer bis unmöglich zu berechnen, auf welchem Weg du weniger Kosten hättest. Je länger du lebst, desto teurer wird die PKV. Kosten sparen sollte also, wenn überhaupt, nur ein untergeordnetes Entscheidungskriterium darstellen. Vielmehr solltest du dir beispielsweise die Frage stellen, ob du für eine bessere medizinische Versorgung bereit wärest, einen höheren Preis zu zahlen. Wie gerade schon erwähnt, solltest du eine PKV nicht abschließen, um Geld zu sparen. Der Beitrag deiner PKV wird steigen, vor allem im Alter. Um diese steigenden Beiträge finanzieren zu können, solltest du unbedingt privat vorsorgen. Ansonsten ist der Wechsel in die PKV sehr riskant. Die Wahl der richtigen Versicherungsgesellschaft und des passenden Tarifes ist sehr komplex, aber sie ist auch extrem wichtig, denn in der Regel behält man den Anbieter ein Leben lang. Für dich sollte es somit von großem Interesse sein, dass der Anbieter seine versprochenen Leistungen auch langfristig nachkommen kann. Außerdem sollten sich Beitragssteigerungen in moderatem Rahmen bewegen. An dieser Stelle sollte man besonders aufpassen, nicht auf billige Lockangebote von Versicherern reinzufallen. Gute und günstige Tarife kann es auf Dauer nicht geben. Früher oder später zahlt man über extreme Beitragssteigerungen die Quittung. Ob du dann zu einem anderen Versicherer wechseln kannst, steht in den Sternen. Folgende Kriterien sollten bei der PKV-Tarifauswahl eine besondere Rolle spielen: leistungsstarkes Bedingungswerk, solide Kennzahlen der Versicherungsgesellschaft sowie eine gesunde Geschäftspolitik, Häufigkeit von neu aufgelegten Tarifen und der Umgang mit Gesundheitsfragen. Wenn du dich für einen PKV-Tarif entschieden hast, geht es jetzt mit der Antragstellung weiter. Dabei wird unter anderem dein Gesundheitszustand abgefragt. In der Regel interessiert sich der Versicherer für die ambulanten und stationären Behandlungen der letzten 3 bis 5 Jahre, teilweise auch bis zu 10 Jahren. Es gibt aber auch Ausnahmen. Bei einigen Gesellschaften werden kürzere Zeiträume abgefragt. Bei der Beantwortung der Fragen solltest du bedingungslos ehrlich sein, ansonsten kann das sehr schwerwiegende Folgen für dich haben. Tipp von uns: Fordere einen Auszug deiner Gesundheitshistorie von deiner gesetzlichen Krankenversicherung an. So bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kannst nichts vergessen. Wenn man sich unsicher ist, zu welchen Bedingungen man vom Versicherer angenommen wird oder ob man überhaupt angenommen wird, kann man folgendermaßen vorgehen. Dein Berater könnte bei den Gesellschaften eine sogenannte Risikovoranfrage stellen. Das ist ein Vorabvotum von einem Versicherer, wie du tatsächlich angenommen wirst, und diese Risikovoranfrage darf auch bei den Versicherern nicht gespeichert werden.
Je nachdem, wie der Versicherer deinen Gesundheitszustand bewertet, gibt es drei Antwortmöglichkeiten seitens des Versicherers. Erste Möglichkeit, du wirst zu normalen Bedingungen angenommen. Zweite Möglichkeit, du wirst angenommen, musst aber mehr zahlen als normal, das nennt sich Risikozuschlag. Dritte Möglichkeit, du wirst komplett abgelehnt und kannst daher nicht zu diesem Versicherer wechseln. Bei Beamten gibt es eine Ausnahme, und zwar gibt es die Öffnungsklausel, die besagt, dass man auf jeden Fall in die PKV kommt, aber mit einem Risikozuschlag. Mehr zur Öffnungsklausel findest du hier in unserem Blogartikel. Mit dem Abschluss einer privaten Krankenversicherung triffst du im Normalfall eine Entscheidung, die dein ganzes Leben und vielleicht auch das Leben deiner Familie nachhaltig beeinflusst. Daher sollte es wohl überlegt sein, ob du in die PKV wechselst und wenn ja, welche Versicherungsgesellschaft und welchen Tarif du wählst. Und welche Vorsorgemaßnahmen du ergreifst, um höhere Beiträge im Alter aufzufangen. Solltest du an der Stelle noch Fragen haben, kannst du natürlich auch gerne auf uns zukommen. Wir können dir als Honorarberater eine abschlussunabhängige und damit objektive Entscheidungshilfe bieten. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like von dir und auch wenn du unseren Channel abonnierst. Ansonsten auch gerne einen Kommentar zum Thema PKV oder GKV hinterlassen und deine Gedanken einfach niederschreiben. Wir freuen uns über einen Dialog.